sich der offen ins Gespräch auch eingestiegen, um darüber zu diskutieren, gibt es Möglichkeiten einer Verschiebung beispielsweise, gibt es Möglichkeiten eines Ausfallhonorars, was sind die Modalitäten, was sind die Differenzen, und es gibt natürlich eine gewisse Stabilität in dieser sehr, sehr instabilen Zeit. In welchen Zeiträumen planen Sie, bauen Sie Programme und schließen Verträge hier zu den Veranstaltern? Wir haben sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten und das hat sehr große Vorteile. Also wir haben Projekte, die sind schon sehr konkret, jetzt von 2022 auch von 2023. Aber wir haben immer auch eine kurzfristige Schiene, wo innerhalb eines bereits laufenden Jahres noch ganz große und doch eben kleinere Projekte dazu kommen können. Das gibt uns eine gewisse Flexibilität. Natürlich auch in einer solchen Situation, dass wir eben könnte. Wohl wissend allerdings, dass wir ein sehr, sehr intensives Jahr haben, was gleichzeitig eben eigentlich auch das Jubiläumsjahr 40 Jahre Ensemble Modern ist und unser Kalender sehr dicht gefüllt ist, aber da und dort gibt es dennoch eine Lücke und die große Lücke, die wir jetzt haben, ja, die müssen wir dann irgendwo so gut irgendwie geht kompensieren im Verlauf des Jahres. Welche Arbeitsformen werden derzeit bei Ihnen diskutiert? Was ist möglich? Können Sie zum Beispiel Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken? Also wir haben ganz unterschiedliche Modelle natürlich jetzt am Laufen. Also es ist eine Mischung aus Mitarbeitenden, die dabei sind, Überstunden abzubauen, Mitarbeitende, die im Homeoffice sind, Teilzeit arbeiten, Mitarbeitende, die aber mehr denn je nochmal gefordert sind. Also die ganzen Fragen der Finanzierung, auch Fragen des Marketings sind natürlich im Moment so entscheidend, dass daran eine Reduktion aktuell nicht zu denken ist. Gleichzeitig muss man ja auch dafür sorgen, dass wir jetzt nicht alles so tief runterfahren, dass wir dann einen Rückstau haben, wenn es wieder losgehen kann. Das heißt, unsere Planungen müssen einerseits vorsehen, dass wir sehr schnell wieder Konzerte machen können, sobald es wieder möglich ist, und gleichzeitig auch, dass wir im Hinblick auf die kommenden Saisons, wo wir sehr, sehr hoffen, dass es uns dann auch noch geben wird. Wir versuchen da ja auch mit unserem Publikum, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu bleiben. Wir haben auf der Website verschiedene Plattformen eingerichtet, wo einerseits Journalisten und Musiker regelmäßig mit persönlichen, individuellen Statements und Meldungen aus der konkreten Situation heraus sich an die Öffentlichkeit wenden. Und auch eine weitere Plattform, wo wir teils Dinge aus dem Fundus, aus dem Repertoire einspielen oder auf Radiosendungen hinweisen oder speziell angefertigte Videos. Fachwerkhaus. Gibt es denn bei Ihnen Überlegungen, diese vielen Angebote, die derzeit von der Politik gemacht werden, vom Bund, vom Land, der Stadt Frankfurt, direkt Fördergelder, kommt da irgendetwas für Sie in Frage? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich und meine Kollegin, die für diesen Bereich zuständig ist, intensivst beschäftigen, natürlich auch mit dem Vorstand des Ensembles zusammen. Die Fragestellung, welche dieser Instrumente können für uns hilfreich sein. Es ist ja sehr viel passiert. Man muss diesen Dschungel erstmal kämpfen und gucken, was sind tatsächlich Instrumente, die jetzt für die Situation wie die unsere hilfreich sein können. Und da kriegen wir auch einen ganz guten Überblick und sind natürlich auch dabei, Maßnahmen zu ergreifen. Sagt Christian Formisch, Geschäftsführer des Ensemble Modern. Er sucht nach Unterstützung in dieser existenzbedrohenden Krise, genauso das Atelier Frankfurt und das Künstlerhaus Musantour. Kunst und Kultur in Zeiten von Corona, unser Thema in HR-Info Wirtschaft. Uns gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt. Corona Updates im Programm und im Podcast. The live block. Right now, this is already 100% sure. All the art will be gone. All the arts. They will be substituted by Kaufland and Kaufland and Edeka.
Amsterdam, Kaufland und Sam Erika. Super strange, because Real is also sold a lot, right? Yeah, this Real where we always go. It's maybe a good Real, it's also making still, it also maybe still making good earnings. But remember the other Reals where we went? Really old and ugly, honey. I saw a lot of Reals that really don't look nice anymore. Old. Und renovierungsbedürftig. Äußern sich in einem Gastbeitrag für das Handelblatt und den Tagesspiegel von morgen. Aus der Nachrichtenredaktion. Darin heißt es, das Coronavirus habe das Potenzial, die vorhandenen Risse in Europa massiv zu vertiefen. Europa brauche jetzt zweierlei: gemeinsame Hilfen in der Krise und ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm nach der Krise, so Fischer und Gabriel. Italien und Spanien dürften nicht im Stich gelassen werden. Spaniens Ministerpräsident Sanchez rief die EU-Partner in der FAZ zu Solidarität auf. EU-Parlamentspräsident Sassoli sagte der ARD, es würden auch viel höhere Summen gebraucht als zurzeit diskutiert. In Italien sind bereits mehr als 15.000 Menschen an Covid-19 gestorben, in Spanien rund 12.000. Das Robert-Koch-Institut hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach gibt es in Deutschland aktuell etwas mehr als 91.000 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Ein Plus von gut 5.930 im Vergleich zu gestern. Damit steigt die Zahl etwas langsamer als noch in den vergangenen Tagen. Gestorben sind durch das Coronavirus in Deutschland bislang 1.342 Menschen. Experten gehen davon aus, dass schon mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind als bekannt. Das liege daran, dass im Wesentlichen nur Menschen mit Symptomen getestet werden. In München ist deshalb heute ein Projekt gestartet, das helfen soll, die Dunkelziffer besser einzuschätzen. Mediziner von München und Oh yeah, I didn't feel it here. Sleeping on it.